In unserer Bearbeitung mit dem Strukturmodell sind jetzt natürlich auch einige Informationen, einige Eigenschaften entstanden, die wir vielleicht also auch im IFC-Modell zur Verfügung stellen wollen, also auch anderen Projektbeteiligten, den Architekt natürlich auch, andere Fachplaner halt zur Verfügung stellen, die jetzt so in dem Architekturbauteil zunächst einmal gar nicht vorhanden sind. Und da geht es darum, dass zum Beispiel die Festigkeitsklasse oder auch die Querschnittsinformationen einem solchen Architekturbauteil mitgegeben werden kann. Dazu lege ich jetzt zwei neue Attribute an. Ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar möchte ich eine neue Gruppe hier anlegen. Das nenne ich Strukturmodell. Und innerhalb dieser Attributgruppe möchte ich jetzt die Festigkeitsklasse als Attribut festlegen. Die Festigkeitsklasse, die das Strukturelement des Bauteils ja mit sich führt, kann ich jetzt direkt als Variable diesem Attribut zuweisen. Und das wähle ich jetzt hier auch aus. Und wir sehen also hier als erstes, SE steht für Strukturelement und liefert mir dann als Attribut, als Eigenschaft, als Wert dann die Festigkeitsklasse von dem zugehörigen Strukturelement. Das nächste Attribut, das lege ich auch in der gleichen Gruppe halt an. Das kann man also strukturieren, die Attribute der Bauteile. Das soll der Querschnitt des Bauteils sein. Und auch hier muss ich halt eben keinen manuellen Wert eingeben, sondern das kann ich mir aus dem zugehörigen Strukturelement als Variablenwert mir entsprechend übernehmen lassen. Ja, damit habe ich jetzt der Wand, habe ich weitere Attribute hinzugefügt. Und damit ich das jetzt bei den anderen Wandbauteilen, also wenn ich jetzt hier mal eine Wand anklicke, ich muss das immer übernehmen natürlich, ja, wenn ich jetzt eine andere Wand anklicke, da fehlen diese Attribute ja noch. Und das kann ich natürlich auf die anderen Wandbauteile ganz einfach übertragen. Dazu gehe ich ins Register Start und da kennen wir ja diese Funktion übertragen, die Pinselfunktion. Ich kann jetzt mal ganz großzügig, ich muss gerade mal eben kurz noch was kontrollieren. Jetzt auch mal eine Draufsicht kurz aufmachen. Genau, dass ich auch alle Bauteile erwische. Also da kann ich jetzt ganz großzügig eine große Box aufziehen und diese Attribute übertragen. Beim Übertragen darauf achten, dass wir jetzt nicht alle Eigenschaften übertragen, sondern tatsächlich nur die Attribute. Hier kann man auch vom Detail her noch einige Attribute ein- und ausblenden. Da kann man also selektiv halt arbeiten, welche Attribute tatsächlich übertragen werden sollen. Und dann bestätige ich das Ganze einfach mal. Und nach dem Übertragen können wir das nochmal kontrollieren. Also für die einzelnen Wandbauteile, da sind jetzt die Informationen der Festigkeitsklasse und des Querschnitts automatisch gelesen worden. Wenn ich mal so eine Mauerwerkswand mir anschaue hier oben, dann ist das hier dann auch entsprechend ausgeführt worden. Das würde ich ganz gerne nochmal für die Decke und für die Stützen ergänzen. Also, ich erzeuge mir jetzt neue Attribute. Da kann ich auch direkt hier in eine Tabelle gehen. So, Attribute bearbeiten. Und da ich ja die Attribute schon angelegt habe, kann ich die aus einer Auswahlliste mir herausgreifen. Das ist ja von der Strukturierung her, wie man einen Ordner angelegt. Zunächst einmal die Festigkeitsklasse und für dieses Attribut möchte ich gerne den Wert aus der Variable mir herausholen. Ja, und als zweites Attribut wäre dann der Querschnitt. Auch das wähle ich mir aus meiner Struktur aus. Und hier wähle ich dann auch noch die Variable für den Querschnittswert halt aus. Ja, damit haben wir jetzt bei der ersten Decke die Attribute hinterlegt und auch hier kann ich jetzt durch das Übertragen das auf die anderen Decken übernehmen. Auch hier wähle ich eine große Box aus, dass alle Decken eingeschlossen sind und ich möchte nur die Attribute übertragen. Also mal eine Kontrolle vornehmen. Die Festigkeitsklasse. Die Deckenstärke 26, das können wir hier oben im Dachgeschoss uns die Decke mal anschauen. Da wissen wir ja, das war eine 16er Decke. Also das sind die Eigenschaften, die jetzt in diesen Attributen übernommen werden. Ja, abschließend bei der Stütze auch nochmal exemplarisch. Hier wähle ich
wieder aus dem vorhandenen Attributsatz die Festigkeitsklasse aus zunächst. Und die soll über eine Variable entsprechend den Wert halt ermitteln. So muss man es ja sehen. Und dann nochmal den Querschnitt. Und auch hier nochmal die zugehörige Variable. Bei den Stützen sind wir jetzt hier gerade. Das übernehme ich jetzt einfach mal. C30, 37, hier sind die Querschnittsabmessungen. Und auch hier übertragen wir wieder der Funktion übertragen. Das kann man natürlich auch in einer Draufsicht oder in einer Schnittsicht machen. Überall da, wo man die entsprechenden Bauteile am schnellsten erwischt.